Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Ihr habt gar nicht viel verpasst. Bin wieder so zurückgerannt. War nicht viel los gewesen. Hab schon mal ein bisschen was angesetzt. Jetzt ist der da leer, aber das ist gar nicht so schlimm. Wir hatten nur noch ein bisschen. Nee, das ist der falsche. Hat nur noch so ein bisschen Fett. Ne? Ich habe schon mal ein Brikett schon mal hergestellt, damit wir das auch langsam mal wieder machen können. So, dann haben wir das Schöne. Ich habe den Kühlschrank ein bisschen gefüllt. Das habe ich auch hingekriegt. Sonst so, ja, gar nicht so viel. Das können wir schon mal reinmachen. Und hier können wir auch schon mal gucken, weil... Aha, aha, aha. Und wir wollen ja den hier bauen. Den wollen wir bauen. Da brauchen wir 200. 200 Masse. Da können wir jetzt hier schon mal anfangen. Ne? Da haben wir ordentlich was davon und dafür. Wird auch schon wieder langsam hell. Ne? Wir waren da eine Menge unterwegs. Das verfräßigt schon mal. Das kommt hier auch rein. Das Kaninchen kommt hier rein, weil so ein bisschen haben wir ja gemacht. Habt ihr gesehen? Das kann ich mal verfressen. So, das kommt alles drüber. Du kriegst hier auch ein bisschen eine Füllung an. Weil du kannst ja eigentlich permanent anbleiben, ne? So, du kommst hier rein, du kommst rein, du, du. Ja, kommt glaube ich hier rüber. So, da könnten wir hier noch ein paar 100 Stöcker herstellen. Ja, wenn wir 10 da behalten, ist es ja eigentlich okay. So, die Reste erstmal weg. Alles, was nämlich wichtig ist, ne? So wie immer. Ja. Ah ja, zum Anzünden, ne? Ich weiß nicht, wo ich es gemacht habe. Aber wahrscheinlich Mahlzeit. Wahrscheinlich. Für mich. Hier, warte mal. Nur so getan. Das ist der Tön. Ich glaube, die hat die. Ah, hier hat die drin. Gut. Dann geht's hier weiter. Den hier weg. Dann habe ich hier drüben noch was. Dann muss ich auch mal oben gucken, was mein angepflanztet macht, ne? Ne, hier ist die falsche Abteilung. Der Joni hat die falsche Abteilung. Alles klar. Und besonders, ich kann doch hier auch. Kann ich hier nicht Munition herstellen? Ach ne, ich kann hier Munition herstellen, ne? Oh, guck mal, ganz viel. Kann ich da herstellen, wenn ich es wollte. Wenn ich es wollen würde. So, Tomaten, Tomaten, Tomaten. Die brauchen ganz viel Wasser. Aber dann nehme ich lieber denn das schmutzige Wasser zu. Alles komm. Dreimal schmutziges Wasser. Ne, hier brät nichts. Gut. So, den Fisch nehme ich mal hier raus. Oh, die sind ja dann ein bisschen leckerer. So, wie viel habt ihr noch? Die Hälfte ist noch voll, das ist jaut. So. Ein bisschen mal aufräumen hier, ne? Wir wollen ja jetzt nicht allzu schlampig hier rumrennen, ne? Und der hat aber schon ein bisschen was abgekriegt, ne? Was brauche ich denn zur Reparation hier? So, okay. Aber ich brauche eh ein bisschen so Munition, ne? Liege, könnte ich alles herstellen, ne? Guck mal, das ist aber teuer. Kai, oh, das ist ja auch teuer, wa? Was ist denn das da jetzt so teuer? Er brennt sich hier immer noch ein Wolf. Schön säuberlich. Wasser wollte ich kippen, erstmal. Bevor ich jetzt hier schon wieder durcheinander komme. Das ist aber nicht so viel, ne? Da müssen wir dann gleich nochmal holen. Und dann vielleicht ein bisschen Pfeil und doch da reinhauen. Die Asche. Ich weiß nicht, ne? Diesmal können wir ja ein bisschen Asche mal reinkloppen. Mal hier kann ich Öl gewinnen. Ich habe immer Angst, dass denn einer kommt und sagt so, hey, hey, na? Wie geht's? Und dann denke ich mir so, ja, mit einer Waffe an der Schläfe nicht ganz so geil, ne? Weil jeder, der hier kommt, der ist ja jetzt nicht so der Freundlichste. Nicht ganz, minimal, ein bisschen, ja? Aber jetzt nicht so der Freundlichste. So, dann können wir jetzt hier noch ein bisschen kochen. Ja, komm, mach mir ein leckeres. Jetzt bin ich vergiftet, ne? Jetzt ging's zu schnell. Ja, siehst du?
So ist das eben halt. Der verklickt mich eh hier eine Weile. Oder viel, ne? So, Masse haben wir. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Masse. Noch 6. Irgendwas, was 6 Masse macht. Naja, gut. Die Stecker machen 6 Masse. Hilft ja nicht. Aber ich muss jetzt ja erstmal warten, dass das hier in Ordnung ist. Und dann können wir ein Gemüse gleich fräten. Und dann ist das auch ganz gut. So, den brauchen wir ja eh für gute Sachen hier, ne? So, fertig, fertig, fertig. Dich können wir jetzt hier auch noch reinballern. So, dann düngen wir das Ganze durch. Dann ist das auch schon wieder gut. Haben wir denn eigentlich Kaliumproduktion? Haben wir irgendwas denn wieder? 20. Ja, aber die 20 sind wir ja auch durch. Wenn wir das jetzt hier mal so ein bisschen pausieren lassen und den hier reinmachen. Das Ganze mal austauschen und dann nach links rumziehen. Weil rechts rum ja nicht geht und so, ne? Dann hat das auch schon wieder so ein bisschen Gesicht und Sinn. So. Herstellen tun wir nichts mehr. Holz haben wir gar nicht mehr. Das ist nicht gut, aber müssen wir halt so hinnehmen. So, und den jetzt rein. Also ein bisschen zum Brennen haben wir noch. Er ist Hälfte noch. So, hier können wir... Ach, ja, siehst du? Da habe ich mich jetzt schon wieder selbst ausgedribbelt. So, wir brauchen noch 6. Wie viel machst du uns? Genau 6. Sehr schön. So. Und jetzt können wir nämlich gucken, was du brauchst, mein Junge. Also, Kleber, Elektronik, 2 Seile. Elektronik haben wir, 2 Seile. Ich glaube den hier. Und Kleber. Und den Kleber drin. Den Kleber bei euch drin? Ah, da habe ich den Kleber drin. Und den kann man herstellen. Der ist ja zumindest vom Strom nicht so teuer, ne? Cool. Ja, und dann ballern wir ihn hin und dann müssen wir wieder sammeln, ne? Und dann weiß ich nicht, ob wir die wenigstens einmal jetzt aufwerten. Oder nicht. Mister? Dreh dich schneller. Mach mir Strom, du Sau. Ja, ich weiß, es ist nicht viel. Das ist ja auch so, wenn ganz viel. Ne? Und so. Also hier, das können wir nochmal machen, beide. Das ist ja gar nicht so schlimm. Hier, da brauchen wir Kristall, ne? Also das ist jetzt auch nicht so geil. Aber viel machen die ja eh nicht, ne? Licht jetzt bei denen, aber besser als gar nichts. Weiß nicht, was sich lohnt, einzubauen oder den zu verbessern. Werden wir wohl jetzt so nicht weiter erfahren. So, wir lassen das drin, ne? Das packen wir wieder zurück. Kleber kommt hier unten rein, damit ich auch meine Ordnung so ein bisschen wieder habe. Dann wollte ich noch ein bisschen an der Karotte lutschen, glaube ich. Alles klar, zweimal Karotte. Ach, wenn wir hier schon sind, können wir auch noch ein Fleisch essen. Nee, können wir nicht. Darf ich einfach nicht, okay? Ich darf nicht jetzt hier am Fleisch lutschen. Also ich springe ja gerne mal rein und guck mal, ob es hier noch eine Operla gibt. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? 3 Perlen. Super Standort, ne? Ja, das ist aber auch, weil die mich immer so gemobbt haben und gesagt haben, ja, hier, da gibt's nichts, ne? Bei denen ein Schaden, das ist jetzt nicht so schlimm. Will nicht sagen, aber bist du auch eine Perle, dann tanze ich aber hier Samba. Das sage ich euch. Heftig, 3 Perlen, ist gut. So, sonst so weiß ich ja nicht, was hier jetzt in der Nähe so los ist.
Ich glaube, unsere Nachbarn da drüben, die brauchen wir gar nicht besuchen, weil die. Oh. Die werden wahrscheinlich jetzt hier schon mit Laserkanonen rumhantieren, ne? Also ich glaube zumindest, dass die nicht so allzu freundlich zu mir aufblicken werden und so weiter und so fort. Also mit so einer Art Frontonkanone werden die mir, glaube ich, ordentlich einen rein prügeln können. Da sitzen sie, ne? Hallo, Rohrschlag, du. Dich brauche ich zwar so nicht, aber ich kann dich ja immer locker in die Masse reinschmeißen. Das stört mich jetzt persönlich nicht, so fleischlos zu hauen. Naja, ist okay. Ich gehe hier unten lang. Du brauchst deinen Raum, ich brauche keinen Raum. Ist okay. Ich habe deine Intention der Gebietsverlagerung hier komplett verstanden. Also hier wird ja nicht verlagert. Du behältst einfach alles und ich suche das weiter. Weißt du, wenn ich jetzt hier auch noch so ein bisschen die wenigstens triggern könnte, ne? Ich sage, ey, das kommt hier, rennt doch mal zum Bär zum Beispiel, ne? Er geht jetzt da Holz hacken oder so. Ich weiß ja nicht, ob jetzt hier noch andere sind, ne? Wenn jetzt in 5 Stunden da stehen bleibt, ne? Ne, bleibt da nicht. Ich geh mal einfach im Busch. Aber er haut ja da nur weg. Wo kam er denn her? Wollte gerade sagen. Der haut ja da nur gegen, der fällt doch niemand um. Ah, bei mir fällt er auch nicht um. Wer hat mich denn da gesehen? Da kam ja doch noch ein anderer. Dann kann ich ja froh sein, dass der noch schlechter schießen kann, als ich es kann. Moment, Brownie. Ja, da hat von drinnen wahrscheinlich einer geschossen. Ja, okay. Ich verstehe es. So, bevor ich aber jetzt weitermache, ne, die erste Sache haben wir ja abgeschlossen. Mehr Energie. Jetzt wollen wir das natürlich ein bisschen aufrüsten. Und dann habe ich ja eh noch meinen Wintergang. Ne? Ich wollte ja einmal auf den Berg hoch und mal ein bisschen so nach Pumas gucken, ob die auch gewillt sind, mir das zu geben, was ich gerne brauche. Das wäre nämlich irgendwie sehr, sehr cool, aber wisst ihr, wie das manchmal ist. Die geben einem nicht immer das, was man gerne hätte. Aber so ist eben auch das Spiel des Lebens. Meistens ist das, was man verlangt und möchte, das, was man nicht kriegen kann. Sonst würde man nicht streben und sich Mühe geben. So. Ich glaube, wir schwimmen da einfach so rüber. Hier so. Weil da ist nämlich auch schon wieder eine Perla. Krass. Da kann ich mich nicht beschweren. 4 Stück ist schon extrem gut. In einer Folge. Ohne jetzt hier großartig rumzugehen, ne? Das muss man ja auch noch betonen. Das ist doch noch eine Perle. Da bin ich doch dran vorbeigesprungen. Heftig. Okay.
Schön wäre ja auch noch, wenn wir denn sowas kriegen würden, wie mal eine Schrotpatrone oder sowas. Das lässt nämlich auch ganz schön zu wünschen übrig. Also allgemein, dass wir jetzt so sagen könnten, wir würden so eine Raritätenkiste hier irgendwo auflauern können, tun. Achso, upsie. Auf die habe ich jetzt gar nicht geachtet. Ich glaube, du rennst mir hinterher, ne? Oh, Donny. Also das wäre eben auch sehr, sehr cool. Da bräuchte man Kalium, denke ich mal, auch sehr viel. Eisen jetzt nicht, da haben wir ja schon was weggeballert, ne? Wird jetzt ja auch nicht super, super lange reichen, aber auf jeden Fall schon ein Stückchen. Ja, und eben denn viele sehen. Deswegen, also hier oh. Ja, das ist ja ein schöner Zufall. Immer wenn man davon spricht, ne? Da kommt der kleine Wicht. Ich muss den dazu kriegen, weiterzulaufen. Schöner Treffer. Ja, den habe ich nicht so fein getroffen. Kann irgendwie nicht weg. Und ich sehe auch nichts. Kann den ja mal hier so ein bisschen herlocken. Oh. Das ist zu viel gelockt. Das war eindeutig zu viel angelockt. Ich laufe jetzt hier, weil ich einfach keinen Bock habe. Und wir jetzt eh mal drumherum. Genau, wir hat er eigentlich den Weg frei gemacht, aber hat er nicht. Okay, der rennt mir auch nie hinterher. Ich habe auch nichts gehört, aber der kam doch an hier ran. Naja. Ja, und wo ist der blöde Elch? Ach, der ist drüben. Okay. Tägliches Brot, die Elchjagd. Jede Folge ein Elch, ne? Aber viel wichtiger ist ja, also gucken wir erstmal Strohflinte, ne? Ist klar. Dass wir ordentlich Perlen gemacht haben, ne? Weil es bringt ja dann irgendwann auch nichts mehr. So, erstmal die 5. Achso, erstmal die 4. So, dann können wir da schon mal wieder alt einladen. Mal haben wir viel zu viel. Ich muss da was mitmachen, ne? Sonst macht das auch keinen Sinn. Ja. Aber wenn der jetzt, da ist schon wieder so ein blöder Köter.
Also ich hoffe, der rennt jetzt nicht allzu weit, ne? Und wenn er jetzt wieder anfängt zu schwimmen, dann wäre doof. Wo ist er? Na, ah, der hat mich gesehen. Okay. Hahaha. Jetzt will er noch mal wissen, ne? Jetzt wollte er noch mal wissen. Aber geile Sache, ne? Drei Seen, aber ein bisschen fett. Das ist nett. Oh, besonders, ich sag mal so, die Munition tut er jetzt nicht ganz so doll weh, ne? Brauchst halt nachladen. Das auf jeden Fall immer. Ja, schön. Feini. Soll ich jetzt hier nochmal reinspringen? Ich würde ja gerne auch den Bär da hinten töten. Wie viele Pfeile haben wir denn noch? 5. Sag mal, der Bär ist ja jetzt nicht so der schnellste Kollege, ne? Ist das schon wieder? Ja. So, sehr schön. Ey, ist ja wirklich, ne? Perlomat, ey. Besonders für Schlachten eben auch gut, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. So, wo ist denn der Bär? Die gehen mir vorhin schon auf den Po. Ist ja nicht so geil, dass die hier so alle übertrieben in der Nähe sind. Ne, dich wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte den Bär. Da hinten. Ja, dann gehen wir hier nochmal rum. Dann kann ich hier auch nochmal draufhauen. Und schon ein Kaninchen da. Achso, den hatten wir schon. Da durchrennen. Achso, deswegen kann es wahrscheinlich auch da durchrennen, ne? Oh, der hat da jetzt eine Abkürzung irgendwie gekriegt. Der war ja halb mit der Grafik in mir drin. Oder? Mhm. Oh, ja, ein schönes Spielchen mit denen, ne? Er ja, muss auch mal Fange spielen. Sehr schön. So viel Fleisch brauchen wir zwar niemals, aber wie gesagt, du kannst ja noch in die Masse-Dings reinschmeißen.
So, guti. Dann gehen wir nochmal Hände waschen. Ich sag schon mal Tschüssikowski. Vielen Dank für Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Da, wie gesagt, würde ich oben ein bisschen aufbauen. Vielleicht den nächsten Tag in die Berge. Das wäre ja eigentlich auch gar nicht so schlecht. Perlen haben wir auch genug. Wir müssen nur das mit den Energieproblemchen noch ein bisschen besser hinkriegen. Aber das werden wir. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.